Hi, ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategen. Unsere Aufgabe ist es, deine Internetseite im Netz auffindbar zu machen. In diesem Video erkläre ich dir den Begriff DoFollow, also einen DoFollow-Link. Es gibt verschiedene Verlinkungsarten und das Internet besteht nun mal aus Verlinkungen. Google basiert auf den sogenannten Google PageRank, also den Verlinkungen zu den jeweiligen Internetseiten. Je höher dein PageRank, desto höher das Vertrauen, desto mehr Crawlbudget bekommst du, desto höher steigen deine Rankings und so weiter und so fort. Nicht nur auf die Themenrelevanz der Internetseiten solltest du achten, sondern auch generell auf dein Linkprofil. Wie viele Do-Follow-Links besitzt du oder auch No-Follow-Links? Im Normalfall beschäftigst du dich mit deiner Internetseite sehr, sehr wenig darüber, ob du viele Do-Follow- oder No-Follow-Links besitzt, sondern für dich ist es einfach wichtig, dass du eine Verlinkung bekommst von einem Partner, von einem Hersteller, von einem Verein oder, wo du sagst, das ist themenrelevant und ich erwarte mir dadurch Traffic. Aber dennoch möchte ich dir den Begriff Do-Follow erklären. In der Suchmaschinenoptimierung ist es wichtig zu wissen, was ein DoFollow-Link ist, denn dieser vererbt den sogenannten PageRank oder auch Trust oder Link-Juice. Also eine Verlinkung ist eine Empfehlung aus Googles Sicht. Und wenn diese Internetseite deine Seite, deine Produkte, Dienstleistungen oder deinen Blogartikel, der hervorragend geschrieben war, verlinkt, dann ist es eine Empfehlung. Mittels diesem DoFollow-Link gibt er diesen Trust, diesen Link-Juice an dich weiter und deine Internetseite steigt somit im Ansehen, sage ich mal. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte No-Follow-Links. No-Follow-Links werden beispielsweise eingesetzt, wenn du Sponsored Posts, also Advertorials buchst, also in einem redaktionellen Umfeld einen Beitrag über deine Dienstleistung und in diesem Beitrag ist eine Verlinkung zu deiner Dienstleistung, zu deiner Homepage. Dann kennzeichnest du mit dem No-Follow-Attribut letztendlich diesen Link und sagst Google, hör zu, liebes Google, ja, das ist eine Werbung, aber sie dient nicht der Suchmaschinenmanipulation. Was ein No-Follow-Link ist oder ein Advertorial oder Sponsored Post genannt, habe ich dir unten stehend in dieser Videobeschreibung verlinkt. Dazu gibt es zwei weitere Videos. Wozu ist es jetzt wichtig, den Unterschied zu kennen? Also letztendlich in einem natürlichen Linkprofil hast du zahlreiche Do-Follow- oder No-Follow-Links, aber diese müssen in einem gesunden Verhältnis stehen. In einem sogenannten Link-Audit kannst du feststellen, letztendlich in welchem Verhältnis deine Verlinkungen aufgebaut sind und auch entsprechend ein Muster erkennen. Wir wünschen dir viel Erfolg.